Das Present Perfect Progressive. Hallo und willkommen zum PPPP, zur Present Perfect Progressive Präsentation. Ja, früher wurde es PPC genannt, Present Perfect Continuous. Allerdings ist dieser Ausdruck eher altmodisch. Heutzutage sagen wir Present Perfect Progressive. Aber es ist genau dasselbe. Es ist kein Unterschied. Heute klären wir, wann man das Present Perfect Progressive anwendet. Und zum Schluss noch ein Vergleich mit dem normalen Present Perfect bzw. Present Perfect Simple, die einfache Version davon. Was ist der Unterschied überhaupt? Wir werden das klären und ja, starten wir. Fangen wir mit der ersten Verwendung des Present Perfect Progressive an. Ich zeige euch mal einen ganz scheußlich langen Satz und zwar verwenden wir das Present Perfect Progressive, wenn etwas in der Vergangenheit anfing oder kürzlich oder spontan stoppte. Dabei hat es auch noch Einfluss auf die Gegenwart. Machen wir mal ein Beispiel. Is it raining? No, it isn't, but the ground is wet. It has been raining. Aha, was sagt uns das? Ich frage euch zum Beispiel, ob es regnet. Und ihr sagt nein. Es regnet nicht, aber der Boden ist feucht. Ist natürlich jetzt keine hundertprozentige Übersetzung, aber damit ihr es am besten so versteht. Also ihr sagt, nein, es regnet nicht, aber der Boden ist feucht. Es hat geregnet. Was sagt uns denn das zu diesem Verwendungssatz? Ganz einfach. Wir sehen hier, dass es in der Vergangenheit anfing, und zwar it has been raining, aber es stoppte kürzlich bzw. spontan und wir können auch sehen, dass wir gesagt haben, no, it isn't, but the ground is wet. Also nein, es regnet jetzt gerade im Augenblick, in der Gegenwart regnet es nicht, aber der Boden ist feucht. Und das ist ja ein Einfluss auf die Gegenwart. Dieser Satz, dass es geregnet hat, hat Einfluss auf die Gegenwart, denn der Boden ist feucht. Jetzt müssen wir erstmal klären, wie wir es bilden. Und zwar bilden wir das Present Perfect Progressive mit have bzw. has. Dabei kommt es auf das Personalpronomen an, ob man he, she, it hat oder ob man I, we, they, you hat. Plus das been und das Infinitiv des Verbs und dort haben wir noch ein ing ran. Wie verneint man etwas und wie stellt man Fragen? Ganz einfach, wir verneinen etwas. Ich habe jetzt einfach das I genommen. I have not been playing. Wir haben einfach ein not dran gehangen, mehr nicht. Bei Fragen wäre es, das have kommt an die erste Stelle, das Personalpronomen an die zweite. Also die beiden wurden ausgetauscht, das Personalpronomen und have bzw. has. Dann heißt es, have I been playing. Kommen wir nochmal schnell zum anderen Beispiel, also bei derselben Verwendung. You are out of breath. Have you been running? Also, du bist außer Atem, bist du gerannt. Das war's. Eigentlich ist es ganz einfach. Es hat Einfluss auf die Gegenwart, denn er ist außer Atem. Eine weitere Verwendung. Wir verwenden das Present Perfect Progressive. Hui, ein langer Satz. Um auszudrücken, wie lange etwas passierte. Ich sage es nochmal, wie lange etwas passierte. Es begann in der Vergangenheit, ob es jetzt noch gültig ist, spielt in dem Fall keine Rolle. Es ist voll egal. Denn beim Present Perfect Progressive kommt es darauf an, wie lange etwas passierte. Also die Dauer der Handlung, die Dauer des Ereignisses steht im Vordergrund. Und zwar habe ich mal ein Beispiel. It is raining now. It began to rain 3 hours ago and it's still raining. It has been raining for 3 hours. Also, ihr könnt schon sehen, in diesem Satz haben wir das Present Perfect Progressive angewendet. Und es kommt drauf an, beziehungsweise es ist wichtig, beziehungsweise es wird ausgedrückt, wie lange etwas passierte. In dem Fall sind es 3 Stunden. Machen wir mal ein anderes Beispiel. Ihr habt schon gesehen, dass ich hier vorgeschrieben habe. Wir benutzen auch das Present Perfect Progressive oft mit how long, for and since. Natürlich benutzen wir diese Wörter auch in anderen Zeiten. Aber es ist eine kleine Hilfestellung. Also ihr könnt sehen, es wird oft for, since und how long im Present Perfect Progressive benutzt. Was ein langes Wort.
I've been watching Schlag den Raab since 8:15. Also es wird gesagt, dass man seit 18.15 Uhr hat man Schlag den Raab gesehen. Also ich in dem Falle. Es kommt nicht drauf an, wie lange ich es gemacht habe, oder es kommt nicht drauf an, ob jetzt Schlag den Raab schon zu Ende ist. Es kommt drauf an, die Dauer, seit wann und wie lange ich es schon sehe. Anderes Beispiel, how long have you been smoking? Also, wie lange hast du geraucht? Es kommt nicht drauf an, es wird nicht gefragt, wie es jetzt ist, ob er immer noch raucht, sondern wie lange er geraucht hat. Fangen wir an mit dem ersten Vergleich zwischen dem Present Perfect Progressive und dem Present Perfect. Und zwar habe ich jetzt den Steven gemalt und ihr könnt sehen, dass der Steven seine Wand streichen wollte. Allerdings seht ihr auch, dass er nicht komplett seine Wand gemalt hat, sondern er ist so ein bisschen, naja, er ist künstlerisch nicht so begabt und qualifiziert wie ich, deswegen hat er sich ein bisschen angemalt hier mit seiner Farbe. Also können wir sagen, Stevens clothes are covered in paint. He has been painting the wall. Was sagt uns aus? Ja, es sagt uns die Handlung aus. Es sagt uns nicht das Ergebnis oder dass es beendet wurde. Es wurde nicht gesagt, dass er seine Wand gemalt hat, sondern dass er eine Wand malte. Er hat sie gemalt, aber ob es zu Ende ist, ob er sie fertig gemalt hat, das steht nicht im Present Perfect Progressive. Hört sich ein bisschen komplizierter an. Wir machen jetzt mal das Present Perfect. Und zwar seht ihr schon, dass der Steven, der hat seine Wand jetzt komplett angemalt, die ist jetzt fertig. Er ist jetzt fertig mit der Wand einmal. Nicht wie hier, wo er sich dreckig gemacht hat. Da wurde nämlich gesagt, he has been painting the wall. Er hat hier die Wand komplett gemalt. Daher können wir sagen, im Present Perfect, the wall was blue, also davor war die Wand blau. Now it is red. He has painted the wall. Ich hoffe, ihr könnt nun sehen, den Unterschied, dass es wichtig ist im Present Perfect, dass es beendet wurde. Das Ergebnis ist wichtig. Also die Beendigung einer Handlung ist wichtig im Present Perfect. Hier wurde gesagt, he has painted the wall. Er hat die Wand gemalt. Hier hat er sie nicht gemalt. Hier wurde nur gesagt, dass er sich eingesaut hat, seine Klamotten mit der Farbe. Und dass er eine Wand gemalt hat, aber im Present Perfect wurde ausgedrückt, dass er es komplett beendet hat, dass er komplett die Handlung beendet hat, dass, ja, dass so gesagt wurde, das Ergebnis wurde betont. Das Ergebnis wurde betont, dass er die Wand gemalt hat. Noch ein weiteres Beispiel. Und zwar wissen wir, dass es beim Present Perfect Progressive darauf ankommt, wie lange etwas ist. Wie lange, es wird ausgedrückt, wie lange eine Handlung passiert. Zum Beispiel, Jane has been writing letters all day. Also es wurde ausgedrückt, dass sie den ganzen Tag Briefe geschrieben hat. Oder Markus. Und zwar, Markus has been playing football since 2 o'clock. Also seit 2 Uhr hat er Fußball gespielt. Beim Present Perfect ist dann die Frage, nochmal so als anderer Vergleich, es gibt ja beim Present Perfect auch viele verschiedene Anwendungen, wird unter anderem auch geklärt, wie oft und wie viel, ja, wie oft und wie viel, bezogen auf die Handlung. Unter anderem bei Jane haben wir ja gesagt, Jane has been writing letters all day. Der Satz war bezogen auf wie lange. Und beim Present Perfect wurde geschrieben, Jane has written 10 letters today, also wie viel sie hat. Der Satz bezieht sich nicht darauf, wie lange sie geschrieben hat, sondern wie viele Zettel sie geschrieben hat. Das wurde ausgedrückt. Bei Markus genau dasselbe. Dort haben wir gesagt, dass er Fußball gespielt hat seit 2 Uhr. Und im Present Perfect ist es darauf bezogen, dass er wie oft
er gespielt hat. Also Marcus has played football 3 times this week. Es ist nicht drauf, es ist nicht wichtig, wie lange, sondern wie oft. Da könnt ihr schon sehen, beim Present Perfect Progressive, dass es immer drauf ankommt, oder meistens halt drauf ankommt, wie lange etwas passiert ist in der Zukunft. Komme ich auch schon durcheinander. Wie oft, wie lange etwas passiert ist in der Vergangenheit. Das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch etwas weitergebracht. Und tschüss.